Hi Leute und willkommen zurück zu Icewind Dale. So, wir sind im Icewindtal und machen Pass genau mal auf. Da weiter, wo wir aufgehört haben. Kurz und knackig. Lass uns Blut verdacheln. So. Lasst uns Blut vergießen. Die gehen nirgendwo hin. Ich versuch's kurz zu machen. Ich nehme mich der Sache an. Oh, das kommt flott. Ah, alle haben sie Streitäxte und Dings dabei. Das ist schon. Also, ich könnte meinen Zwerg jetzt damit beladen, ja? Erstmal, wir kopieren uns die Notiz. So. Wollen wir die nämlich nicht mit uns rumschleppen? So, jetzt greift ich den da noch an. Sehr schön. So, Pfeile. Schön verteilt. Jawohl! 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 Pfeile! So muss das sein. Ah. Immer erledigt! Immer bereit! Oh, ne, da kommen wir nicht hin. Also nicht von hier. Ein Huhn. Weil da sind noch mehr Goblins. Auf in den Schmerz. So, das mit der Pause ist übrigens Absicht. Dann habe ich immer ausreichend Zeit. Ich schlag dich in Stücke. Oh, ich glaube, das war ein Elite-Goblin. So, Pfeile. Aber auch der hat nichts Besonderes da gehabt. Aber Erfahrungspunkte. Ah, hier ist leider nichts. Ist schon schade, ne? Aber es trägt zur Atmosphäre bei. Ich schlag dich in Stücke. Sehr gut. Pfeile sind immer gern gesehen. Und in dem Moment vibriert mein Handy. Zweimal. Ah! Egal, machen wir. Oh ja, da machen wir da mal weiter. Sei gewappnet! Überlasst sie mir! Überlasst sie mir! Drauf und tot! Ja, ja, drauf und tot! So, ich denke, Pfeile haben wir erstmal genug. Hier ist eine alte Wassermühle. Auf in den Schmerz! Komm her und schau mal, was ich hier hab! Die fallen ja alle schon tot um. So. Was haben wir denn hier? Zerstörter Turm. Ja, da gehen wir wahrscheinlich auch gleich rein. Hier irgendwas vorliegt? Nein. Wenn ihr euch wundert, ich benutze die Tabulator-Taste gerne, um zu gucken, ob es irgendwo was Verstecktes gibt. Zum Beispiel,
ein versteckter Gegenstand, irgendwo was vergraben, aber halt, den man halt nur schwer sehen kann. So, jetzt können wir hier rein. Hier treffen wir Gerek. Also, Minus, smash your face! Ja, da, hallo, englische Sprachbox. Kopf tun weh! Warum machen ihr Gerek Kopf weh, dürre Leute? Euer Kopf, ich mach nichts mit eurem Kopf weh tut. Was ist mit eurem Kopf? Wir versuchen euch Kopfschmerzen, weil ihr ein großer Dummkopf seid, hahaha. Also, mit dem können wir ja mal reden. Warum tun es dann weh? Warum, warum? Oh, Gerek wollen Kopf durch Wand schlagen, damit Schwert weggehen. Wir sind in dem Turm am Kuldaha-Pass ein Oger begegnet. Er heißt Gerek und litt an fürchterlichen Kopfschmerzen. Er sagte, wer würde am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand rennen, um den Schmerz zu vertreiben. Genau, geben wir mal. Me will smash your face. So. Alle drauf. Ja, hat nichts gebracht, außer ein bisschen Gold, ne? Hat der hier noch irgendwas? Nein. Hat aber ein nettes kleines Zuhause hier. Erledigt! Ja, ja, erledigen wir das hier. Das hätte man, glaube ich, auch anders lösen können, aber da ich den Zwerg gerade vorne habe, ne? Ihr wisst ja. So, ja. Und hier drohen wir gerade, umzingelt zu werden. Jawohl. Du greifst den an. Ich bin hier. Du greifst den an. Den ja. Und. Ja. Nein, 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 nein. So. Ich bin hier. Ja. Du verlangst nach mir? Ja, Sarah, ich verlange nach dir. Pass mal auf! Oh, schnell, schnell, schnell. Huh, das war knapp. Das hätte auch böse enden können. Jawohl, erledigt! Erstmal noch ein bisschen die Karte aufdecken. Schlucht. Okay, das, da ist ja auch irgendwas da. Jetzt will ich da nämlich hin. So, hier den Pfad. Ja, gut, das war jetzt relativ nutzlos. Jetzt will ich da oben hin, weil das da was ist, wusste ich nicht. Dann gehen wir mal da hoch. So, ist die ganze Truppe hoffentlich schnell da. Ja. Gut, jetzt geht ihr mal hier in die Schlucht. Oh. Okay, wie lautet dein Begehr? Oh, ja. Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Immer bereit.
Möchtet ihr das wirklich ausprobieren? Ich versuch's kurz. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Komm her und schau mal, dass ich jetzt bist du dran. Oh, da hat's die Druidin aber gerade erwischt. Lass uns Blut vergießen. Bereit? Da gefällt mir doch was. Oh, da musste der Zwerg mal einstecken. Aber nicht viel, nur 3 Trefferpunkte. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Lasst uns Blut vergießen! So. Ja. Möchtet ihr das wirklich ausprobieren? Oh, was ist das denn? Möchtet ihr das wirklich ausprobieren? Meine Druidin hat aber jetzt gerade richtig einen auf den Dabs gekriegt hier. Pfeile. Einsammeln. Erledigt. Das gibt's doch nicht. Da oben ist ich noch einer. Ich bin hier. Ja? Vita Mortis. Also da habt ihr jetzt auch das erste Mal gesehen, wie so ein Heldzauber loslegt. Das gefällt mir gerade gar nicht, dass meine Truppe hier gerade so aufgerieben wurde. Immer bereit. Also, in Ordnung. Okay. Sei gewappnet. Käfer? Sind mir zwar feindselig, aber drauf und tot. Die Käfer sind gerade so mit den Goblin-Kadavern beschäftigt, dass sie keine Zeit haben, mich anzugreifen. Zack, Käfer geknackt. Gold, Gold, ein Edelstein. Oh, blau gefärbte Pfeile. Das habe ich gleich abgeladen. So. Das wieder nach hier zu unserem Dieb. Sag mir, liebe Barden, was haben wir hier? Tada! Pfeile plus 1. Sehr gut. Unsere erste plus 1 Waffe. Mehr oder weniger. Bögen, ob plus 1, 2, 3 oder 10 wegen mir. Der Bogen macht nicht den Schaden. Das Plus beim Bogen bedeutet einfach nur, dass ihr besser damit trefft. Und es gibt dann aber plus 1 Pfeile, Armbrustbolzen oder Kugeln. Bei Pfeilen, also bei Schusswaffen. Das ist entscheidend. Eine plus 1 Waffe, in dem Fall plus 1 Munition, ist magisch. Das bedeutet, wir haben hier zwar einen ganz normalen Pfeil, aber dieser Pfeil ist magisch. Das heißt, ich kann damit zum Beispiel ein Magier hat zum Beispiel, also ein Priester beschwört jetzt eine Rüstung herauf. Das ist eine magische Rüstung und da brauche ich zum Beispiel dann sowas hier, einen Pfeil plus 1, der ist magisch und kann diese Rüstung durchdringen. Also der ist in der Lage, beim Treffen Schaden dann zu machen, was ein normaler Pfeil nicht tut. Oder zum Beispiel besondere Rüstungen oder Schilde wehren magische, also normale Gegenstände, also Geschosse ab. Auch brauche ich plus 1 Gegenstände, um bestimmte Wesen zu besiegen. Zum Beispiel ein Golem. Um einen ganz gewöhnlichen ich glaube, Lehmgolem zu besiegen, brauche ich mindestens eine plus 1 Waffe. Da ist es egal, welche. Oder aber
Ich brauche, bei Golems ist das halt so, da brauchst du später auch eine stumpfen Gegenstand, um Schaden zu machen. Das heißt, es reicht nicht, dass dein Gegenstand magisch ist, er muss auch noch stumpf sein. Dann brauchst du mindestens ich sag mal, einen Hammer oder eine Keule oder einen Streitkolben, glaube ich, oder nee, einen Pflegel. Und der muss dann plus 1 oder 2 Schaden haben. Und dann gibt's. Und es gibt halt bestimmte Gegner, magische Gegner. Bestimmte magische Wesen, da braucht man plus 1 Geschosse oder Waffen. Diese plus 1 Pfeile werden uns aber bestimmt noch hilfreich sein. Ich bin hier. Also, ja. In Ordnung. Erledigt. Das ist sehr gut, dass wir die haben, denn die können wir gebrauchen. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht 100%, aber ich möchte euch vor allem so viel es geht zeigen. Pass mal auf! Weil auch wenn dieses Spiel mehr auf das Gameplay spielt, also es ist ganz wichtig, wenn ihr Story wollt, das Spiel hier hat eine zweckmäßige Story, die einfach nur ans Ziel führen soll. Das heißt, hier geht's ums Gameplay. Und ich möchte halt auch, dass wir gut durch die Story, die dieses Spiel hat, halt durchkommen. Deshalb werde ich ab und zu auch mal in die Komplettlösung schauen. So, jetzt haben wir hier eine Mühle. Und einen Goblin-Marschall. Ja, der ist uns noch nicht feindlich gesonnen. Was tue ich hier? Oh, ihr könnt die Gemeinsprache. Natürlich, nicht alle Goblins sind Idioten. Die meisten von uns. Rah! Was ist das für ein Brummen in meinem Kopf? Was habt ihr? Ich weiß nicht. Irgendwas in meinem Kopf. Es flüstert mir zu. Meine Gedanken können es nicht verstehen, aber irgendwie ist es in mir. Irgendwas in mir schon. Ich muss ihr antworten. Rah! Also. Noch einer mit Kopfschmerzen. Ulliga. Wer ihr? Ich Ulliga. Häuptling blutendes Auge. Verbeugt euch vor mir und zahlt Wegegeld. Warum sollte ich? Macht euch nicht lustig über Häuptling Blut des blutenden Auges. Ihr zahlt Wegegeld und er sterbt. Auf in den Schmerz! Allzeit bereit. Das hat wehgetan. Darum trinken wir jetzt erstmal einen Heiltrank. Zack, 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 zack und zack. So, was habe ich denn hier? Verschwimmen, Illusionen. Oh, und ich hätte hier die ganze Zeit ein Level up machen können. Oh, Sarah, es tut mir leid. Erhöhen wir mal deine Stufe. Hey, Fertigkeitspunkt. Sie ist halt Bogenschütze, ne? Kampfstil mit 2 Waffen. Hatte ich. Ah, ich kann 2 Waffen gleichzeitig benutzen. Streitkolben und was habe ich noch? Axt. Oh, ich könnte mit 2 Äxten kämpfen. Aber wir wollen hier auf jeden Fall bis zur Großmeisterschaft kommen, weil das ganz klar unsere Bogenschützin soll dann auch
eben jenes sein, eine Bogenschützin. Gut, hier hatten wir einen wunderschönen Dolch. Ah, ist das nicht schön, wenn man einen Barden dabei hat, der alles identifizieren kann. Apfelfluch ist ein kleiner, stählerner Dolch mit einem Schattengriff und gehört einst dem Halblingsdieb Pelvin Rotgast. Rotgras. Pelvin war ein gutmütiger, wenn auch etwas verdrießlicher Zeitgenosse, der die meiste Zeit in seinem Schaukelstuhl verbrachte, den er sogar mit auf seine Abenteuer nahm. Vor bedeutenden Abenteuern schaukelte er einfach nur und aß dabei Äpfel, die er mit dem Dolch schälte. Pelvin setzte seine Klinge so selten im Kampf ein, dass seine Kameraden ihr bald den Spitznamen Apfelfluch gaben. Das ist zwar eine lustige Geschichte, aber 1W4 plus 1. Und ich wüsste niemand besseren als unseren Schurken. Ist zwar blöd, aber ist eine plus 1 Waffe. Das heißt, wir haben jetzt schon... Wow, so viele Pfeile. Das heißt, wir haben jetzt schon... zwei gegen plus 1 Gegenstände. Das ist schon nett. Jawohl! Erledigt! Ja, erledige das mal und geh die Treppe runter. Drauf und tot! Auf in den Schmerz! Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Überlasst sie mir! Gut. Oh, die haben aber nichts. Erledigt! Also dieser Teil funktioniert wohl noch. Oh, nett. Jede Menge Plunder. Warum nicht so ein paar Wurfbeile? Still, sonst hören uns die Goblins. Was machst du in dem Schrank? Wer ist du kleiner? Wenn ich sage, aber es ist wieder gut, komm, wir bringen dich ins Dorf und dort finden wir Hilfe für dich. Ja, wir helfen dem Jungen. 4800 Erfahrung. 2, oh, 3 Charaktere Level up. Ja, und unsere Bardin kann etwas Neues lernen. Sie sollte auch... Ja, doch, sie sollte auch eine stumpfe Waffe führen können. Stumpfe Waffe. Geben wir ihr mal den Kampfstab. So. Dann weiter zu unserem Saguinius Korne. Oh, ist der Name kompliziert. Ah, der können wir auch jetzt was noch da drauf zugeben. Kampfstil mit 2 Waffen. Warum mache ich das? Aus einem ganz bestimmten Grund. Diebe mit 2 Waffen immer gut. So, dann geben wir ihm Fallen finden. Schlösser öffnen. So. Illusionen entdecken.
Nochmal. So. Und unser Beschwörer. Der kriegt nichts. Außer, der kann Zauber des zweiten Grades nun. Erlernen. Er kann also, könnte zwei sich sogar schon einprägen. Hey, unsere Bardin kann sich ja auch schon Schutz vor Versteinerung. Und Alp. Ja, dann hat sie endlich mal einen Zauber, auch wenn wir damit noch nichts anfangen können. Aber hier hinten war doch eine Leiter. Spür meinen Stachel! Seid ihr bereit für mich? Nett, ich spür meinen Stachel! Möchtet ihr das wirklich ausprobieren? So. Und jetzt haben wir unseren Schurken. Und jetzt kann der zum Beispiel mit zwei Dolchen angreifen. Ist das nicht schön? Und da werde ich angerufen. So, da sind wir wieder. Für euch nur ein Augenblick, für mich etwas länger. Es tut mir leid. Ja, den übertrage ich mal ins Zauberbuch. Ja. Tut mir leid, einfach wegen dem Anruf. Immer bereit! Was gibt's hier? Also, in Ordnung! Gibt es nichts. Pass mal auf! Ja, schade, sehr schade. Erledigt. Also, in Ordnung. Für mich? Hat jetzt zwar nicht so viel Erfahrung gebracht und er hat nicht wirklich was an Waffen. Naja. Mühlenruine, zerstörter Turm, Schlucht. Und wir wollen jetzt endlich nach Kuldaha. Ich muss jetzt nachgucken. Ich muss das gleich direkt mal zusammenbasteln, was diesen Schnitt, das tut mir echt leid. So, und jetzt, Osthafen, aber das ist blockiert wegen der Lawine. Und dieser Baum hier, das ist Kuldaha. So, jetzt merkt euch das mal. Auf der Karte kann man scrollen. Wisst ihr schon mal Bescheid. Also hier sind 10 Städte. Osthafen ist eine davon. Hier ist der Grat der Welt. Hier ist noch etwas anderes. Ein Gletscher hier. Ein grünes Tal hier. Noch etwas da. Dazu kommen wir später. Jetzt geht's erstmal nach... Nachdem sich die Überlebenden der gescheiterten Osthafen-Expedition durch das Goblin-verseuchte Passtal gekämpft hatten, erreichten sie schließlich das Dorf Kuldahar. Versteckt zwischen den Wurzeln einer riesigen Eiche waren die winzigen Bauernhütten ein willkommener Anblick für die müden Reisenden. Vorsichtig betrat die Gruppe das Dorf, ungewiss, was sie hier erwarten würde. Also der Pass gehörte noch zum Prolog.
Aber wir haben es geschafft. Wir sind in Kuldahar. Die Karte werden wir auf jeden Fall noch aufdecken. Na, Knight, was hast du so zu sagen? Ich wusste, dass ihr das schaffen würdet. Ich wusste es einfach. Wer bist du und woher wusstest du, dass wir kommen? Ich bin Knight. Arundel hat gesagt, dass Hilfe auf dem Weg ist. Ich war jeden Tag hier und draußen. Hier draußen und habe nach euch Ausschau gehalten. Wo ist der Rest eurer Armee? Seid ihr nur die Kundschaft oder was? Ja. Aber wir sind allein. Allein? Ich war sicher, dass Zinnstedt uns seine Armee zur Hilfe schicken würde. Wartet, bis Arundel herausfindet, dass es nur ihr seid. Wer ist Arundel? Also, ich könnte mir das jetzt alles von dem Jungen erklären lassen. Aber das lassen wir mal. Denn ich tue jetzt wirklich nur noch hier speichern. So. Speichern und das nennen. So, wir haben gespeichert. Warum auch immer habe ich versehentlich die Aufnahme schon wieder abgebrochen. Kurz zu Kuldahar. Kuldahar ist eine kleine Siedlung hier am Fuß dieses Baumes. Das einzig grüne Tal hier, wo es auch warm ist. In Kuldahar passieren seltsame Dinge, da sollen wir uns später drum kümmern. Wir werden alles nach und nach erfahren. Wir haben einiges zu tun hier im Dorf, um das Dorf herum. Aber mehr dazu erfahrt ihr, wenn es weitergeht. Ich bin euer Marcel und bis denn.